So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Ultimate, Call of Doom, Episode 2, Map 1, begleitet bei einem kläffenden Köter und bei dem Fan meines Computers. Ich habe einen Fan. Ja. Heute ist noch Gewitter angesagt, mal gucken, wann das kommt. Load Ultimate Call of Doom Black Warfare. Und dann geht's los. Oh, alter geile Himmel hier. Sieht das nicht unendlich geil aus? Nice. Was? Warum haben die hier so eine Textur? Warum haben die überhaupt eine Textur? Normalerweise kriegt man das hier nie zu Gesicht. Ich meine, okay, wenn die eine Textur gemacht haben, ja, ist ja schon gut, aber warum haben die hier extra eine andere Textur genommen? Ich meine, wenn die einfach die Textur genommen hätten, die hier wäre, okay, aber... Oder das war noch zu der Zeit, als die, ne, die Doomers ein bisschen anders erstellt wurden, für die Leute, die sich ein bisschen mit historischen Kram interessieren. Die wissen ja, wie die Doom Maps damals entwickelt wurden und vielleicht hat der Editor damals das hier einfach manuell, also automatisch erzeugt. Gut, wir müssen erstmal hier klar Schiff machen. Wir werden bereits Aua erwartet. Das war richtig schön dumm. Digga! Direkt am Anfang tot. Fick die Henne. Schöne Scheiße. Ah. Warum man hier will eine Party machen? Keiner sieht mich. Wobei es fast besser wäre, wenn man mich sieht, kann ich mich hier schon mal aufräumen. So zum Beispiel. Da habe ich jetzt nämlich ein bisschen leichteres Spiel. Tada! So ungefähr. So, dann wollen wir mal gucken hier. Konnichiwa. Perfekt. Schrotflinte brauchen wir nicht, haben wir bereits. Wow, wo kommst du denn her? Stopp doch mal! Du gottverdammter Hurensohn! Okay, das waren alle. Sehr schön. Was halt geil wäre, wenn das so eine AA-12 wäre. Das wäre halt geil. Ich weiß nicht, kennt jemand AA-12? Das ist so eine, ja, vollautomatische Schrotflinte, die halt durchaus, die halt ein, wie sagt man, Startmagazin haben kann, aber auch so ein Trommelmagazin. Und die hat halt 12 Schuss und wie gesagt, vollautomatische Schrotflinte sagt an sich schon alles. Aber das ist leider eine andere. Also, ne, der Name lässt schon vermuten, dass es irgendwas damit zu tun hat. Ich meine, Protector 12, ne, der Name schon naheliegend. Aber es ist halt keine LA-12, die sieht halt erstens anders aus. Und zweitens, ne, ich meine, gut, kann man schon irgendwo damit vergleichen. Ich meine, hat 12 Schuss, verschießt Schrotflinte. Ja. Hat aber kein Autofeuer. Nee, ist ja keine vollautomatische, ja, siehste. Ist das überhaupt keine AA-12? Da musste man manuell schießen, Alter. Das wäre hässlich. So, dann kommen wir mal hier lang. Und 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 dann kommen wir mal hier durch. Und dann können wir mal... was jetzt? Ja, doch, kommen hier Schrotflinte. Speichern. Konnichiwa. So ungefähr. So, wir nehmen mal die Waffe hier. Von da haben wir am meisten Munition.
Klappe halten. Immer diese Leute überleben müssen und dann nur noch hier rumkämpfen, Alter. Füg dich doch mal deinem Schicksal. Hier nicht noch ein Pinky? Ne? Schade. Ne, was heißt schade? Ja, das soll man völlig daneben. Ein Schuss und das Viech ist weg. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpkin. So, was war hier? Achso, ich war direkt das Ende. Na gut. Dann machen wir das Ende schon mal sauber. Holen uns aber noch ein paar Secrets ab. Zum einen wäre da noch das Secret hier, wobei ich mir immer weh tue. Ne, weil hier unten das rote Zeug tut halt weh. Mann, Alter. Aua! Ja. So zum Beispiel. Das Problem ist halt die rote Tür, also diese Tür, die ist halt mitten in der Suppe, das heißt, man muss sie erstmal aufmachen und steht dabei zwangsweise kurzzeitig da drinnen. Wie soll man das schaffen, ohne Schaden zu bekommen? Das ist doch... Das haben die doch nur gemacht, um einen zu ärgern. Oder? Ich meine, gibt es einen anderen Grund dafür? Einen anderen plausiblen Grund, warum man das sowas machen sollte? Nein. Nur um keine Ronny zu ärgern hier. Nee, ich gehe erstmal. Achso, halt, dann war es aber dumm. Weil das Problem ist, sobald man die Tür. War ich jetzt schon drinne? Ja, achso, ich bin drinne. Haha. Ach, leck mich doch. Das Problem ist, sobald man den Schalter einmal drückt, ist das Ding, ne? Unwiderruflich aktiviert worden. Und dann kann man es nicht nochmal aktivieren. Oh, das ist die Munition hier. Holy shit. Achso, ja, meine Pistole. Haha. Okay, wir gehen trotzdem mal zurück hier. La Munition. So, hier geht es mich jetzt weiter. Na. Ich habe extra schon das Ding hier von meiner Enter-Taste runtergelassen. Runtergenommen, damit mir das nicht andauernd passiert. Und jetzt komme ich trotzdem andauernd auf diese Kacktasten hier. Mau, was ist denn los hier? So, ich wollte F drücken, nicht G. Digga, warum lebst du noch? Was ist denn los mit euch heute? Feiert hier irgendjemand Geburtstag oder was? So. Dankeschön, 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 Dankeschön. Jawoll, wir haben... Was haben wir? Ja genau, die Frag 12. Freigeschalten. Jetzt können wir zwischen der Munition wechseln. Also zwischen den Munitionstypen, sagen wir mal so. So. Also erstmal das, erstmal das, erstmal das. So, dann können wir nämlich das hier gleich mal einsammeln. Dankeschön. Oh, Dankeschön. So, wie sieht's aus mit Munition? Alles aufgeladen? Nein. Yes, alles aufgeladen. So. Ach, hier ist auch noch was. Wisst ihr was? Dann nehmen wir am besten das hier auch nochmal. Und am besten gleich nochmal. Why not? Oh. Wer fliegt denn hier rum, sag mal. Ist ja schlimm, ist das. Leider können wir immer nur 5 mitnehmen. Was jetzt? Das da. Sehr geil, das Ganze. Sehr geil. Okay. Und dann können wir direkt, eigentlich direkt ins Ziel gehen. Das war's dann. Mehr gibt's hier nicht. Von daher. Aufgelandet war, naja, fast auch überall. Geile Musik, Alter.
Oh Mann, das ist die Map, wo ich meistens sehr viel Zeit drin verbringe, weil ich meistens mich verlaufe und sterbe und die Map einfach an sich schon ultra lang ist. Holy moly. Na, gucken, wie wir da durchkommen. Mal gucken, wie das wird. Bis dann.